So, hallo zusammen. Jetzt geht's weiter. Es geht weiter. Hochdeutsch umstellen, damit mich auch der hinterletzte Hinterwäldler im Norddeutschland versteht. Grüße alle Norddeutschen. Sicher schön kalt und windig bei euch. Hier war es jetzt gerade super warm. Und ja, jetzt lassen wir es eigentlich gleich laufen. Ich bin ja in Bern übernachtet und ja, etwa von da geht's dann los in die Ostschweiz. Okay, viel Spaß beim Zugucken und bis später. So, wir gehen nochmal zur Rhone runter, diesmal aber mit dem Bike. Und unten ist Nebel, wenn ich Glück habe. Bin ich aber nicht ganz im Nebel, weil bis zur Rhone komme ich da gar nicht, zumindest am Anfang. Ja, aber das für super schönes Wetter, aber kalt, 0 Grad. Klima ist wieder gelaufen natürlich. Ja, jetzt geht's los. So, gestern sind wir da über die Bahnschwelle und dann ins Sumpfgebiet und heute fahren wir mit dem Rad da entlang. Ich weiß nicht, 2-3 Kilometer. Und dann geht es auch zur Rhone runter, wo der Nebel ist. So, ab jetzt geht es in den Naturpark. Da muss es ein paar Seen haben. Und die gehen wir jetzt anschauen. Also hier muss die Vogelwelt zu Hause sein. So, jetzt zu Fuß. Ja, wunderschöne Naturwelt. So, 500 Meter weiter. Überall gibt es kleine Seen. Rechts, links, mittendrin. Und jetzt ist hier nochmal ein großer See. Ja, das ist ja wie in Spanien. Mal gucken, was wir hier sehen. Keine Flamingos auf jeden Fall. Schön gebaut. He? So, also. Da hinten hat es ein paar Vögel. Oder sind das Steine? Nein, das sind Vögel, ja. Ja, eines der wenigen Flecken, wo die Tierwelt mehr oder weniger ihre Ruhe haben, wo nicht landwirtschaftlich genutzt wurde. Das gab es früher ganz viel, so Sumpfgebiete. Da wurde dann alles Agrarlandschaft gemacht. So, ab jetzt geht es wieder mal nur noch zu Fuß weiter. Diesmal habe ich aber die richtigen Schuhe an, Wanderschuhe. Ist natürlich wieder feucht hier. Also richtiger Naturpark. Bäume sind umgefallen, man lässt alles so wie es ist. Finde ich gut. Ja, wunderschön. He? So, hier links ist die Rhone. Ich bin da auf einer Landzunge. So, das war's. Das ist schön. Die sind schon da. Herrlich, hä? He? Das ist schön, hey. Natur, wie sie sich entwickelt hat, einfach so gelassen. Der Nebel wurde auch aufgefressen von der Sonne unterdessen. Super. Von überall kommt das Wasser her. Ja, einfach nur schön. He.
So, wir sind wieder am Zurückgehen. Ja, das Schöne ist, wenn man früh am Sonntagmorgen losgeht, ist man ganz alleine. Also so früh ist es jetzt auch nicht, ich glaube 9:30 unterdessen. Ja, da kommt einer. So langsam kommen sie. Ja. Aber ich bin jetzt auf dem Rückweg. So, damit ihr wisst, wo ich überhaupt bin. Ja. Also die Rhone kommt ja vom Genfersee und die kommt wohl vom Wallis. Ja, nicht schlecht. Ja, habe ich alles wieder vergessen. So, wir sind wieder am Zurückfahren, gleicher Weg. Weil sonst müsste ich da oben durchs Dorf und Hauptstraße. So, wir verlassen den Platz und fahren jetzt nach Merlin, Genf. Sieht das schön aus, eh? Bisschen Schnee da oben. So, ich bin in der blauen Schweiz. Merlin heißt das, glaube ich. So, ich bin da hinten, habe ich geparkt, ist schwierig da in Merlin. Bin da gerade bei einer Hundespielwiese, riesig. Finde ich super, dass die das machen. Jetzt sind gerade ein paar weg. Tja, aber meine Hunde freut es natürlich. Also super Hundewiese, das sollte sein, jeder Stadt haben und dann erst noch groß. Da können die Hunde sich austoben. Schönes Hundeleben, hä? Ayla spielt mit einer Docke. Und Angie klappt mal alle an zum Einschüchtern. So, guten Morgen, neuer Tag, es ist Montag und ich habe da hier wunderbar geschlafen in dieser naturvoller Stadt, sage ich mal, speziell, aber ja, etwa 7 Stunden. Ja gut, und jetzt habe ich endlich meine Ofenmaltine kaufen können. Nach über 50 Jahren habe ich das täglich getrunken, jetzt gab es mal eine Woche Pause, ich habe es überlebt. Und vorher war ich einkaufen und das war genial. Praktisch keiner trägt eine Maske, vielleicht einer von 10. Und ich bin da strahlend durch den Laden gelaufen, habe alle angelächelt, weil mich das freut, endlich mal wieder die Gesichter zu sehen. Wer steckt denn da dahinter? Und ja, es war speziell. So, jetzt noch eine andere Story. Ja, und ich war schon fleißig, ich habe die Kaffeemaschine eingepackt. Eine Schachtel habe ich hier in der Tonne gefunden, zum Glück, weil ich eine zu kleine mitgenommen habe. Eingepackt, dann 1 Kilometer gelaufen, Diesel sparen. Ich hätte natürlich auch das Rad rausnehmen können. Ja, dann mit dieser Schachtel, mit Rucksack, bin ich dann zur Post und noch einkaufen. 4 Büchsen Hundefutter, jetzt gibt es wieder Hundefutter für die Hunde, also Nassfutter. Ja, jetzt gehe ich noch auf die Hundewiese. Jetzt erzähle ich euch noch die Story von gestern. Mich hat nämlich einer angefahren. Ja genau, da habe ich parkiert. So, Breitbild, da wollte doch tatsächlich einer noch hinten ran. Ich habe mich extra in die Mitte gestellt, weil es vorne noch 1,5 Meter hat und hinten. Und ja, ich bin ganz rechts am Rand. Und dann saß ich drin und plötzlich merkte ich ein Bewegen des Autos, habe dann rausgeguckt, dachte, die Jungen hätten rangeschlagen. Und jetzt stelle ich schnell um. Ja, und dann war da ein Auto. Mit seinem Heckspoiler ist er da an die Sandbleche rangestoßen. Und dann bin ich natürlich raus, habe den angesprochen, habe ihm gesagt, dass er Douché, heißt das Französisch, dass er mich duschiert hat, dass er berührt hat. Und dann sagte er, ja, ich könne da mitten parkieren und ich müsse da nach vorne fahren, damit er auch noch Platz hat und überhaupt und so weiter. Dann habe ich gesagt, sie ist Ihnen bewusst, dass Sie jetzt mich gerade angefahren haben und ich stand hier schon längst da. Also was soll jetzt das? Jetzt soll er mal nach vorne fahren, damit ich gucke, ob es bei mir was gemacht hat.
Und dann, ja, und außerdem hat sie da in der Nähe genügend Parkplätze, gerade 20 Meter, ist ja eine freie, kann ja da parken, warum muss sie sich da jetzt da reinquetschen? Ja, er war völlig unanständig mit meinem Französisch, ja, nicht viel, irgendwann hat er dann auf Englisch umgestellt, das war mir natürlich lieber, aber der Herr hat überhaupt nicht begriffen, dass er mich da angerempelt hat. Es ist nichts passiert zum Glück, es war nur fein an seinem Spoiler hinten und zum Glück an die Sandbleche und hat ein bisschen so gefedert. Tja, das war gestern und ja, ich kann darüber nur schmunzeln, wie manche Leute in ihrer eigenen Welt leben und die Welt des anderen vergessen, obwohl sie die eigentlich beeinflusst haben. So, jetzt gehe ich auf die Hundewiese. So, ich bin jetzt auf der N1 Autobahn und fahre jetzt eigentlich quer durch die Schweiz, das längste, was man eigentlich hier fahren kann, von einem Punkt zum anderen, etwa 350 Kilometer insgesamt. Und jetzt da die Weltschweiz, da wird Französisch gesprochen, da fahre ich jetzt ein Stück am Lac de Genève vorbei und dann Lausanne und dann hoch Bern und so weiter. Mal schauen, wie weit dass ich jetzt heute komme. Ich fahre jetzt einfach. Also das ist der Neuenburger See, da unten links. Und jetzt geht es dann nach Fribourg. So, wir sind jetzt Höhe Murten. Ab hier fängt man an Deutsch zu sprechen. Und weiter im Süden Französisch. Also irgendwo in Fribourg auf jeden Fall. Der Süden von Fribourg, der spricht Französisch, der Norden Deutsch. Meistens können die beide Sprachen, vor allem die Deutschsprechenden, die können auch Französisch. Und ja, das ist die Schweiz. Jetzt geht es da weiter Richtung Bern. Ja, und ihr seht, der Verkehr hält sich auch in Grenzen. Vielleicht auch deswegen, weil die Schweiz lange schon den Lkw-Verkehr auf die Schiene setzt. Also dieses Projekt gibt es schon lange und viele Lkws, die sind jetzt auf der Schiene und eben nicht mehr auf der Straße. Und das merkt man natürlich spürbar und das ist ja auch schön. So, jetzt sieht man auch die Berner Alpen. Die sind so 3.500 hoch. Die im Wallis, da hat es 4.000er. Da sind wir jetzt aber schon vorbei. Also nicht richtig vorbei. So, in Kirchgärt bin ich raus. Und hier sieht man die typischen Berner Häuser mit ihren langgezogenen Dächern. Das ist Kultur. So, ich fahre wieder am Parkplatz an, außerhalb, diesmal wieder ein bisschen Natur, er liegt direkt an einem Fluss, ein bisschen schattig laut. So, da hinten ist das. So, das ist mein Platz, ey. Perfekt, am Fluss. Ist ein offizieller Parkplatz, da stehen ein paar. Da kommen vermutlich die Hünderer und jetzt gehen wir mal zum Fluss. Jawohl, herrlich. Ja? Ach, ich liebe Wasser. Wunderschön, also auch in der Schweiz gibt es schöne Plätze. Ich habe mich jetzt sogar an den Rand gestellt. Sollte eigentlich schon gehen für eine Nacht. So, wir drei machen wieder eine kleine Radtour an diesem Fluss. Emme heißt der, Emme. Ist eigentlich schon krass. Der Fluss da wurde wie die meisten alle gebändigt und der fließt nur noch schön geradeaus. Das haben unsere Vorfahren gemacht. Das war eine Wahnsinnsarbeit. Ein Flussbett, rechts und links Steine. Damit der Fluss schön in den Bahnen bleibt. Hey. Früher hat er vermutlich da immer mal wieder das Land überschwemmt. Tja,
Was für eine Arbeit. Hallo. So, da unten gibt es eine super schöne Stelle beim Vorbeifahren gesehen und das schauen wir uns jetzt an. Hey. Und für das gehe ich da auf diesen Stein. So, jetzt guckt euch das an. Hey. Wow. Die haben den ganzen Fluss praktisch. Fließt er da rechts weg? Keine Ahnung wieso. Einfach nur schön hier, Hinten die Schneeberge, Wiese, hier ein paar Teiche, da ist vorher gerade so ein riesengroßer Fisch hoch. Ja, wunderschön, hä? Fischreiher. Gewaltig diese Berge, hä? Ich sehe das auch nur noch selten leider, aber schön weiß. So, das Ganze nochmal mit Nahaufnahme. Ja, herrlich. Kühe da hinten, die sind bei uns eigentlich meistens draußen, zumindest im Sommer. So, da steht mein Camper. Hä? Fast unscheinbar und doch scheinbar. So, das ist meine Aussicht. Hier ist der Camper. Die haben wieder mal Nassfutter gekriegt. Ich fresse gerade Pistache, sitze auf der Treppe und direkt am Flusssee. Wunderschön. So, neuer Morgen. Ich bin da wieder am Kanal oder am Fluss entlang am Fahren. Und hier ist der wunderschöne Hauptfluss, wieder riesen Kiesgrube eigentlich, und das Komische ist, es fließt da zwar noch Wasser, aber links haben sie einen Kanal gemacht und der fließt da mitten durch den Wald eigentlich. Eigenartig, ziemlich viel. Warum, weiß ich nicht. So, immer noch auf den Spuren des Kanals, da kommt der größte Teil eigentlich durch. Links ist auch noch ein wenig, aber nicht viel. Ihr seht, da kommt nicht viel runter. Und das Komische ist, da kommt er wieder hoch offenbar und fließt dann weiter der Kanal. Und ein kleiner Teil fließt da zurück in den Fluss. Aber das wurde eigentlich gesperrt, weil da fließt fast nichts. Der Sinn von dem? Ja, keine Ahnung. Ja, da fließen da weiter. Es ist wie ein Kanal, aber da fahren keine Schiffe. Ja, speziell, hä? Oh, jetzt geht es da wieder rein, da und dann runter. Vermutlich ist das ein Kraftwerk. Die haben da mal ein Kraftwerk gebaut, ob das noch in Betrieb ist, keine Ahnung. Da haben wir ein richtiges Gefälle von etwa 5 Metern. Ja, also das Rätsels Lösung, ein Kraftwerk, ja, ist ja eigentlich meistens so, he? Weil es muss ja rentieren, es muss ja Geld reinkommen, wenn man schon so viel macht. Ja, da unten ist der Kanal und rechts der Fluss, he? Schöne Gegend. So, ich habe jetzt schnell nachgeguckt, der Kanal fließt noch von hier gut 1,7 Kilometer weiter durch Betterkingen hindurch und dann geht er wieder rüber zur Emme. So, aber wir fahren jetzt wieder zurück auf einem anderen Weg, zumindest der zweite Teil. So, ich habe noch geschichtlich etwas darüber gelesen. Der Kanal war ursprünglich angelegt worden für eine Papierfabrik. Da haben sie Holzstämme runter transportiert und dann ging es zur Papierfabrik, da wurde es bearbeitet, ja. Und das andere, der Fluss, der gebändigt wurde, rechts und links, hat ihren Ursprung schon etwa im 15. Jahrhundert, als die Bevölkerung so fest zunahm, dass die Landfläche zu knapp wurde
und dann brauchte man mehr Land. Und was hat man gemacht? Ja, den Fluss langsam gebändigt. Das waren private Leute, da kam immer wieder mal ein Hochwasser und hat wieder alles weggeschwemmt. Auch die Häuser, die dann langsam da unten gebaut wurden, die armen Leute, die hatten kein Geld und die mussten dann halt ins gefährliche Unterflussgebiet runter und haben da angefangen zu leben. So hat es angefangen. Ja, und dann haben die Privaten halt ganz viel Arbeit geleistet zuerst. Und irgendwann wurde es dann eine Kantonalsache und eine Bundsache. Und so im 18., 19. Jahrhundert, ja, wurde dann das eigentlich fertiggestellt, dass der Fluss jetzt in seinen Banden fließt. Das dazu. Da drüben sieht man jetzt gerade so eine Erosionsstelle. Da sind sie jetzt auch wieder am Aufbessern. Eine Flussuferseite ist gut gemacht früher. Und die offenbar nicht. Und da frisst es sich in den Wald hinein. Da sind sie, glaube ich, dran, das zu machen. Also das ganze Land hier war eigentlich mal der Flusslauf. Der hat, ja, meistens im Frühling kamen da riesige Wasserwassen plötzlich runter und dann wieder wenig. Ja, und das Flussniveau war eigentlich auf diesem Niveau da und der hat sich natürlich, weil er dann in den Kanal gebracht wurde, hat er sich eingegraben und tiefer gemacht. Kleines Hundetreffen. Ja. Bei Menschen muss man immer sagen, wo die Grenzen sind. So, die Leute hier sind alle freundlich. Jeder, der mir begegnet ist bis jetzt, war wirklich freundlich, muss ich sagen. Alle begrüßen dich und immer, ja, das ist schön. So, schwupps, und ich bin schon in Efretiko, und das ist zwischen Winterthur und Zürich. Und da gibt es eine Stelle, wo man Wasser tanken kann und auch entsorgen, an der Raststätte Efretiko. Und ich glaube, die einzige hier in der Nordschweiz, so wie mir bekannt ist. Und da tanke ich jetzt voll, damit ich dann richtig Wasser habe, wenn ich länger stehe. So, ich bin in Herisau auf meinem privaten Platz da. Alles frei. So, das Appenzeller Land, die Kühe haben Ausgang. Die freuen sich. Die dürfen jetzt wieder auf die Wiese. Ist das herrlich, hä? Also, auch Kühe haben Gefühle. Ja, ist das schön. Die freuen sich richtig. Wie es so schön ist, gerade nochmal. Die sind nicht einmal eingehakt. Die dürfen ein bisschen rumsäckeln. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht als falschen Ort hingehen. Sie waren vorher bei mir. Ja, jetzt bleibe ich ein paar Tage hier, habe ein bisschen zu tun, tue ein paar Dinge verbessern, da mache ich dann extra Videos dazu. Einerseits Ballaster, andererseits Wasserfilter. Ja, jetzt ist eigentlich eine schöne Gegend hier. Also ich bin da gerade in einer großen Wiese eben. Da sind meine Räder. Mache hier eigentlich kleines Camping. Da habe ich einen Unterstand. Die Hunde, die Wölfe schlafen immer draußen. Beide, die wollen das. Gefällt denen besser. Und da sind die Kühe. Die sind jetzt sogar näher gekommen. Kommen bis hierher. Ja, super. Ja, also, das war es wieder von mir. Schön wart ihr dabei, wie immer derselbe Spruch. Und ja, wie ihr hört wieder. Ja, vielleicht in einer Woche, beziehungsweise kommen ja noch technische Videos, die kommen dann auch noch. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Hey,
vergesst den Daumen hoch zu drücken nicht, wenn es euch natürlich gefallen hat und sonst eben nicht. Okay, danke und tschüss.